Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zahlreiches Publikum, interessiertes Publikum. Ich freue mich, bei Ihnen sein zu dürfen und über das Feld Sicherheits- und Verteidigungspolitik in den nächsten 20 Minuten zu referieren und Ihnen dann auch für Fragen zur Verfügung zu stehen. Ich bin verteidigungspolitischer Sprecher meiner Fraktion, unserer Fraktion im Deutschen Bundestag und auch Obmann im Verteidigungsausschuss. Und Sicherheit ist in jeder Hinsicht ein Thema, innere, äußere Sicherheit. Und als ich mit meiner Mitarbeiterin hierher kam und etwas über diese wunderschöne Anlage mich verehrte, bis ich endlich hier war, waren wir über die andere Veranstaltung dort gegangen. Und in dem Moment, als ich da über die grüne Wiese ging und die Menschen dort alle sehr friedlich und gemütlich beisammen saßen, wurde gerade auf der Bühne etwas verlesen. Und eine junge Frau las gerade den Satz vor, ich habe von meinen Eltern gelernt, dass Demokratie etwas Schützenswertes ist. Kann ich nur unterstreichen. Können wir alle unterstreichen. Wenn das so ist, dann müssen wir natürlich die jeweilige Bundesregierung oder auch die Landesregierung daran erinnern, dass sie das dann auch umsetzen müssen. Das eine ist wollen, das andere ist machen. Und das ist wohl für manche etwas schwieriger. Wenn man Demokratie schützen will, dann müssen wir uns natürlich fragen, warum hat man 2015 so viele Menschen in unser Land gelassen, ohne sie zu registrieren und zu wissen, wo sie bleiben? Wenn man Demokratie schützen will, dann muss man auch den so wichtigen Artikel Meinungsfreiheit auch umsetzen. Nicht nur wollen, sondern machen. So wie wir jungen Menschen hier reinlassen, muss es auch möglich sein, der AfD die Möglichkeit zu geben, ihre Auffassung zu vertreten. Aber genau das passiert nicht, indem eben in fast einem Staatsstreich ein neuer Verfassungsschutzpräsident eingesetzt wird, der auf einmal einen ganz neuen Katalog erstellt, dessen, was eben ein Prüffall und ein Verdachtsfall ist. Und ein Böser, der dabei denkt, dass es nur auf die AfD zugeschnitten sein würde. Aber Demokratie ist ja noch viel, viel mehr. Das, was wir alle gelernt haben, was wir aus der Geschichte genommen haben, und da ich über Geschichte spreche, glaube ich, dass ich bei einigen, die hier im Saal sind, im hinteren Bereich vielleicht auch ein bisschen ausholen muss. Ein Wesen unserer Demokratie ist ja die Gewaltenteilung. Die Unterteilung zwischen Judikative, Exekutive und Legislative. Nehmen Sie die Sonnenbrille ab, dann kann ich Sie auch erkennen. Und Legislative. Und genau das wird seit vielen Jahren in unserem Staat mit Füßen getreten. Wenn Sie nur allein den Bundestag nehmen, eine Trennung von Amt und Mandat findet dort nicht statt. Fast alle Minister und fast alle Staatssekretäre, 55 an der Zahl, sind sowohl in der Exekutive in ihrem Amt als auch in der Legislative. Und das haben wir häufig schon genug festgestellt, wenn wir nämlich feststellen mussten, dass die Beschlussfähigkeit des Deutschen Bundestages nicht gegeben war und dann auf einmal Minister und Staatssekretäre von der Ministerriege ins Plenum gingen, um dort eben die Beschlussfähigkeit zu verstärken. Also der deutliche Beweis, dass sie sowohl, was wir natürlich auch wissen, in der Exekutive sind, aber eben auch in der Legislative ein Mandat tragen. Das ist keine Gewaltenteilung. Damit wird der Grundsatz von Demokratie nicht eingehalten. Und die Umsetzung des Gewaltmonopols des Staates. Nichts ist dem Menschen eigentümlicher und wünschenswerter, als in Sicherheit seiner Arbeit nachzugehen,
Arbeit nachzugehen, seiner Arbeit nachzugehen. Seine Familie geschützt zu wissen, und dazu braucht es natürlich auch der Organe, die das Gewaltmonopol umsetzen, der Polizeien und auch für die äußere Sicherheit unserer Streitkräfte. Wo man dann erlebt, in welchem, wie alleingelassen unsere Polizeien, vor allen Dingen die Polizeien der Länder, werden und dass sie überhaupt keinen Respekt mehr bekommen vor bestimmten Personen, die dann aber, wenn sie selbst mal dran sind, schreien nach der Ordnungsmacht des Staates, dann ist es in der Tat um die Sicherheit und auch um die Demokratiefähigkeit unseres Landes schlecht bestellt. Es wird ja immer noch so viel auch gesagt, ja, uns geht es gut, und weil es uns gut geht, sag ich mal, sind die Bürger zufrieden, nehmen alles hin, es sei typisch deutsch, auch mal da den Kopf in den Sand zu stecken. Aber seien wir uns auch darüber bewusst, auch in unserer Region, dass die Zeiten nicht gerade günstig stehen, denn alles hängt ja davon ab, wie dieser Staat, und Sie haben es ja auch von meinem Vorredner gehört, wie dieser Staat Steuermittel einnehmen kann, um auch diejenigen, die im sozialen Netz sich aufhalten, entsprechend zu bedienen. In der Region, in der Braunkohleregion Aachen-Düren, als eines von drei Braunkohlengebieten, sollte ja ursprünglich 2045 die Braunkohleförderung endgültig eingestellt werden. Jetzt ist das immer wieder weiter vorgezogen, 2038, und jetzt redet man schon von 2020 plus. Ich habe den zuständigen Chef der Agentur für Arbeit besucht, und er hat mir Zahlen genannt, dass in den nächsten 2-3 Jahren, wenn ich sage Zahlen, müsst ihr keine Angst haben, ihr müsst sie nicht zusammenrechnen, das ist nicht erforderlich. Hat mir Zahlen genannt, dass in den nächsten 2-3 Jahren 10.000 Mitarbeiter von RWE entlassen werden müssen. Das sind hochdotierte Mitarbeiter, Ingenieure, nur in der Region Aachen-Düren. Dass davon ungefähr abhängt der Faktor 1:2. Das heißt, bei 10.000 muss man mindestens von 20.000 ausgehen, die im zusätzlichen Gewerbe, Bäcker und Dienstleistung tätig sind. Das ist natürlich ein Einschnitt in die Region, und wenn er dann wie für alle Reviere zusammen mit 40 Milliarden gefördert werden soll oder subventioniert werden soll, allein für Aachen-Düren mit 14 Milliarden. So, ich hatte mich eigentlich auf ein paar Gegenargumente eingestellt. Das waren die Gegenargumente. Schade eigentlich. Ja. Also Bezuschussung allein für Aachen-Düren mit 14 Milliarden. Das Geld muss ja irgendwo herkommen. Ein trauriger Zustand. Und es ist nur zu ermessen, wenn es den Leuten mal wirtschaftlich nicht so gut geht, dass natürlich auch der Widerstand aus der Bevölkerung größer wird, als er jetzt schon ist. So, ich wurde auch angekündigt als verteidigungspolitischer Sprecher. Bundeswehr ist ein Thema, äußere Sicherheit ist ein Thema. Wenn Sie bedenken oder wenn Sie mal davon ausgehen, dass wir in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung
eine Friedensdividende erlebt hatten. Ich weiß nicht, können Sie mich noch wahrnehmen, weil Sie ja nun zum Teil auch alle nach hinten gucken. Ich weiß jetzt nicht, was für Sie interessanter ist. Ja. Also, wenn ich für Sie interessanter bin, dann schauen Sie mich ruhig an. Ich schaue Sie auch an. Guter Mann, ich bin Ihretwegen gekommen. Schauen Sie mich an. Also, ja, komm. Ja, das haben Sie eben nicht gehört, da bin ich mit Ihnen angefangen. Wenn Sie bedenken, dass wir in den 90er Jahren nach der Wiedervereinigung die sogenannte Friedensdividende hatten, die Streitkräfte abgebaut wurden und das gipfelte in 2011, als die Wehrpflicht ausgesetzt wurde und der damalige Verteidigungsminister zusätzlich noch 8 Milliarden eingespart hatte. Das hatte natürlich zu einem Abbau unserer Streitkräfte und der Bundeswehr geführt, die letztendlich in der Folge nach 2011 nicht mehr zur Landesverteidigung befähigt war und heute zur Landesverteidigung nicht einsetzbar ist. Das Gleiche gilt für die Bündnisverteidigung, also das, was die jeweilige Bundesregierung der NATO angezeigt hat als Bündnisbeitrag. Das sind schnelle Reaktionskräfte. Diese Reaktionskräfte können mit ihren eigenen originären Kräften überhaupt gar nicht mehr in einen solchen Einsatz gehen. Jetzt sollte für 2023 eine Brigade der NATO angezeigt werden, die das alles konnte oder können sollte. Und jetzt steht fest, spätestens mit dem Haushalt, Verteidigungshaushalt für 2020, dass das auch nicht mehr gelingen wird. Aber diejenige, die schon seit 5,5 Jahren dafür verantwortlich ist, die macht sich fein aus dem Staub und wird dafür auch noch belohnt in Brüssel. Das ist die Politik dieser Bundesregierung. Was gravierend ist, ist nicht nur das fehlende Großgerät, die fehlenden Ersatzteile, alles das, was Streitkräfte ausmachen und was man gerade auch bei Infrastruktur oder Munition nicht so sieht, sondern was wirklich den Bach runtergegangen ist und was sehr schwer wieder aufzubauen sein wird, das ist die Haltung, das ist das Ethos, die Seele von Streitkräften, das, was Soldaten ausmacht. Unsere Streitkräfte waren gerade in der Zeit des Kalten Krieges für alle Alliierten immer die Vorzeigestreitkräfte. Sie waren gut ausgebildet, sie legten viel Wert auf Ausbildung, sie waren für die damalige Zeit gut ausgestattet und sie waren einsatzbereit. Das ist alles vorbei. So etwas wieder aufzubauen, wenn man das denn wollte, bedarf 5, 10, 15 oder mehr Jahre und vor dieser Aufgabe werden wir stehen. Die AfD und mein Arbeitskreis Verteidigung in der AfD-Bundestagsfraktion hatte sich deswegen in den letzten 12 Monaten das Motto gesetzt: Wir machen mal ein Gegenweißbuch. Wir zeigen mal, wie Streitkräfte aussehen müssen, um dem originären Auftrag der Landesverteidigung nachzukommen. Und wir haben ein Konzept Streitkraft erstellt mit 15 Handlungsfeldern, das gesamte Spektrum dessen, was Streitkräfte ausmachen, abdeckt. Dazu gehört, um nur ein paar auszugsweise zu nennen, die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht, also der Wehrdienst. Dazu gehört ein Reservistenkorps, also der Aufbau von Reservisten, die nicht nur im Falle Artikel 35a Grundgesetz zur Katastrophenhilfe mit eingesetzt werden können, sondern die auch in der Lage sind, im Inneren eingesetzt werden zu können, zum Beispiel zur Unterstützung der Bundespolizei bei Grenzsicherung. Wir haben uns bei der Erstellung dieses Konzeptes von zwei Dingen leiten lassen. Erstens, wie es auch schon mein Vorgänger gesagt hat, mein Vorredner, die AfD hat Lösungen. Wir haben Lösungen. Und das Zweite ist,
AfD regiert. Das heißt, wir sind immer nach dem Prinzip vorgegangen, wenn wir mal als Seniorpartner in einer Koalition oder alleine regieren, was anderes als dieses beides kommt für uns nicht in Frage, dann können wir dieses Konzept umsetzen. Wir hatten gestern Abend in Berlin hierzu Medienvertreter der Leitmedien und hatten letzte Woche auch dazu eine Pressekonferenz gemacht und das hat sehr viel Anklang gefunden bei den Fachmedienvertretern. Das ist natürlich nicht so in der Öffentlichkeit oder an die Öffentlichkeit gespielt wird. Das ist normal, das ist etwas, womit wir als AfD umgehen müssen. Noch Geduld, das wird sich alles ändern, da bin ich ganz sicher und da können Sie auch ganz sicher sein. Nehme ich kurz noch das Stichwort Medienarbeit. Ein bisschen Zeit ist mir ja verloren gegangen. Wo ist Sebastian? Also 5 Minuten geben Sie mir, glaube ich, noch. Ne? Nämlich das Stichwort Medienarbeit. Weil natürlich so, natürlich haben wir keinen leichten Stand bei den Medien. Das ist logisch. Nach Jahrzehnten der Indoktrinierung im breiten Raum, der Hypermoralisierung der grün-linken Bewegung, die sich natürlich auch bei den Medienvertretern entsprechend widerspiegelt, ist es schwer. Aber es ist absolut nicht unmöglich. Denn in dem Moment, in dem man mit Fakten kommt, wie wir es tun, werden wir gehört. Es wird vielleicht noch nicht so verbreitet. Aber eins ist doch ganz gewiss, das ist ein Geschäft. Die Medien sind ein Geschäft. Sie sind in der Konkurrenz. Nicht nur Printmedien zu Online-Medien, sie sind auch untereinander in Konkurrenz. So, und wenn Sie immer das gleiche Gedöns hören von SPD, Linken oder Grünen, nur mit einem verschiedenen Ansatz, dann sind Sie natürlich dankbar, wenn Sie den Ansatz des Nationalkonservativen, so wie wir ihn vertreten, auch hören. Und Sie wollen wissen, was steckt eigentlich dahinter, wenn man von nationalkonservativ spricht und es dann aber auch noch in Lösungen umsetzen kann, dann findet das schon ein Gehör. Darüber müssen wir auch weitermachen, Stück für Stück. Und da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass wir dann auch größeres Gehör bekommen werden und damit auch ein weiteres Sprachrohr für die Öffentlichkeit. Ich möchte noch auf 2 Punkte ganz kurz kommen. Der Untersuchungsausschuss Berateraffäre von der Leyen, in dem ich auch bin. Wir haben schon 19 Zeugen vernommen in diesem Untersuchungsausschuss und es wird eines ganz, ganz deutlich. In dem Bundesverteidigungsministerium hat sich unter der Zeit dieser Ministerin eine Kultur breit gemacht, die ich aus meiner aktiven Zeit von 34 Jahren und auch im Verteidigungsministerium gewesen und bei der NATO gewesen, nicht kenne. Nicht nur, dass vergaberechtswidrig Rechts- und Unternehmensberatungsverträge vergeben wurden, sondern sie wurden auch noch mit einem, man hat da gesagt, Buddy-System, ein Befreundet-System vergeben. Dass tatsächlich es so ist, dass ein General einen aus der freien Wirtschaft kennt, den woanders hinholt, der kriegt das. Wir reden ja mittlerweile über Verträge von über 600 Millionen Euro, die in dieser Zeit vergeben worden sind. Alles das war nur möglich, wenn ich sage Kultur, nur möglich, weil diese Ministerin Dezember 2013 gekommen ist und hat gesagt, die Bundeswehr kann man wie einen Konzern führen. Sie hat sich dann eine Staatssekretärin, der Name ist Ihnen vielleicht bekannt, die Frau Dr. Suder geholt, die das dann entsprechend umgesetzt hat. Und hier fängt der fatale Fehler an. Ob es Absicht war oder nur Unwissen, sei mal dahingestellt, aber Streitkräfte kann man nicht führen wie ein Unternehmen. Streitkräfte haben einen hoheitlichen Auftrag, die Soldaten und Beamten werden alimentiert, sie haben ein Treue- und Pflichtverhältnis zu der jeweiligen Regierung, das gilt es einzuhalten und das unterscheidet sie in jeder Hinsicht von einem Konzern. Das zweite ganz zum Schluss vielleicht noch aktuell, die Forderung der Amerikaner, deutsche Bodentruppen auch in Syrien einzusetzen.
ich hatte gestern dazu Interview auch im MDR, kommt für uns nicht in Frage. Aber aus zweierlei Gründen kommt es für uns nicht in Frage, weil ein solcher Auftrag noch überhaupt nicht umrissen ist und weil er das, und das ist das Wesen dessen, woran AfD zukünftig so solche Aufträge, Einsätze Ausland messen würde, was ist das sicherheitspolitische Konzept, das dahinter steckt? Was ist die sicherheitspolitische Bedarfsforderung, die Deutschland hat, und die gibt es nicht? Wie es im Übrigen überhaupt auch keine sicherheitspolitische Strategie dieser Bundesregierung gibt. Wir haben vor einigen Monaten unseren Punkt aus unserem Grundsatzprogramm in den Bundestag hineintragen wollen, einmal im Jahr eine sicherheitspolitische Debatte mit der Erklärung des Bundeskanzlers. Das hatten wir von allen anderen Fraktionen, SPD, CDU, ohnehin gehört, dass sie immer gesagt haben, dieses Erfordernis ist da. Als wir das dann in den Bundestag getragen haben, da gab es natürlich die totale Ablehnung, weil in allen Fraktionen die Agenda ausgegeben ist, niemals mit der AfD stimmen. Was wir im Übrigen im umgekehrten Fall sowohl in den Ausschüssen als auch im Plenum nicht tun. Schade, dass Sie nicht wissen, worüber Sie klatschen. Dass wir das nicht tun, sondern wir sind quer durch die Bank dann, wenn sachgerechte Anträge eingebracht werden, bereit dazu mit zu stimmen. Und im Übrigen, das, was immer so als Fraktionszwang genannt wird, das haben wir in der AfD gar nicht. Wir sind da relativ frei. Über elementare Dinge wie Staatsräson Israels und so weiter, da haben wir etwas ausführlicher gesprochen. Aber bei den anderen sind die Fachpolitiker, wie meine beiden Kollegen, relativ autark, und wie das auch für mich ist. Das ist wahre Demokratie, und wir leben wahre Demokratie, wir als AfD im Deutschen Bundestag. Und Sie können sicherlich, auch wenn Sie das verfolgen, feststellen, AfD wirkt. Denn das, was wir jetzt bei der Bundesregierung feststellen und der Koalition, dass sie sich nur noch an einem seidenen Faden über die Zeit rettet, ist letztendlich auch der guten und der starken Oppositionsarbeit der AfD zu verdanken. Schönen Dank, Herr Präsident.